Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Story wieder ein bisschen vorangetrieben. Und wir müssen uns, glaube ich, den Krieg jetzt anschließen, ne? Trifft London auf den Schlachtfeld in den Glyphid-Senke. Okay. Was ich aber vorher machen will, ist nochmal mit den einen Typen hier sprechen. Und ich glaube, wie heißt das Dorf? Kilf, okay. Und ja, da sollen wir ja irgendeine Nebenquest machen. Das machen wir jetzt mal. Ich habe geguckt, ob ich mich irgendwie da importen kann, aber geht anscheinend nicht. Also müssen wir zu Fuß gehen. Also gut. Offscreen habe ich was gemacht. Ich habe ein bisschen trainiert wieder, bis wir kurz vor Level 20 sind. Nee, ich denke jetzt hier auf Titel. Fänge von SK-Verbrauch und so weiter als weiß ich nicht. Was ich ausrüsten soll. Ich glaube, ich sollte bei ihm auch hier Artangriff nehmen, ne? Weil ich jetzt auch die ganze Zeit Kreis angefallen. Und das sind ja A-Arts, ne? Ich Arzt, ihr wisst schon. Okay. Was wollte ich noch? Ach ja. Ne, weiß ich nicht mehr. Ach ja, die Ausrüstung, die habe ich wieder so gemacht, dass die erste Reihe wieder, also die erste Spalte, wieder voll ist. Damit wir den ganzen Bonus wieder bekommen. Madeleine. Ja, hier diese kleinen Kekse, wenn nicht Kekse. Das kleine Gebäck, dieses längliche. Aus Frankreich, glaube ich. So, wollen wir uns ein Level ab. Bleib mal stehen. Wow, einer greift mich an. Ich glaub's ja nicht. Wahrscheinlich habe ich das Gefühl, dass immer diese Raven angegriffen werden. Oh, neues Art erlernt. Oh, mal hier die ganzen Dinger. 3, 3, 3, 4. Ich glaube, ich sollte diese ganzen Dinger hier ausrüsten, bevor ich nicht vorm Level up bin. Oder? Oh, Fallsturm. Weil dann kriege ich die Bonus davon. Die Bonus von Titel, die ich ja schon maximiert habe, die sind natürlich ein bisschen besser. Sollte ich machen, wenn ich offscreen trainiere? Ja, ne? Ich irgendwie so 8%. So, ich glaube, Layla hat noch kein Level up, weil die hinkt wieder hinterher. Uff. Kommst du denn her? Halt ich für eine Lüge, dass du da warst. Uff. Wie viel? 8 Erfahrungspunkte. Boah. Wie viel brauchst du hier noch? 31. Ich glaube, das wird nix. 6 Erfahrungspunkte, das bringt's nicht. So, hier rein. Ist das, glaube ich. Und da drin ist ein Gegner. Da waren vorher keine Gegner. Und das sieht aus wie ein Boss. Ich speichere jetzt erstmal. So, wie jetzt direkt irgendwie reingehen. Wir machen uns wahrscheinlich fertig. Dann gucken wir mal. Vor allem die Musik hier auch verstimmt. So, dieses Mal gehen wir mal ein bisschen vorbereiteter rein. Was haben wir denn hier alles? Verteidigung, Art Verteidigung. Sieht aus, als könntest du zaubern. So, machen wir mal Art Verteidigung. So, am besten wäre es, wenn ich noch so ein Gericht angehabt hätte, ne? So, hat er mal abgezogen? Ja, 200. So, Widerstand, okay, Erde, super.
So, komm mal her mit Leo. Der kann zaubern. What? Wer hat denn abgezogen? Oh Mann. Habe schon gedacht, dass der schwer wird, aber boah. Warum geben die mir denn jetzt schon die Quest, wenn ich den noch nicht fertig machen kann? Hey, die haben sie doch nicht mehr alle. Okay. Ich glaube, das Level 32 habe ich da erblicken können. Den können wir schon mal vergessen. So, bevor ich mich hier wegteleportiere. Warte mal, ich komme mich doch nicht hier hin teleportieren. Was? Jetzt kann ich mich teleportieren, oder was? Wo ist denn der? Oh. Ach. Falkenbinnenhang. Ich glaube, da ein wollen wir, ne? Ist, glaube ich, doch da, wo Dingens ist hier. Das ist schon. Ja. Hier längs ist das da, oder? Ja. Eine Truhe. Jetzt wieder aufgefüllt. Trank des Lebens. Ich möchte mal noch von Leila einen Level Up haben. Sag mal, Erde. Und so oft gegen die gekämpft, ich weiß schon, gegen was die alles anfällig sind. Das ist normal. Elf Erfahrungspunkte, Mann! Das ist ein bisschen wenig. Wir sind jetzt schon 20 Stunden gleich im Spiel und die Gegner geben nur 6 Erfahrungspunkte. Das ist doch nicht wahr. Wie soll man denn so vernünftig leveln, selbst auf normal? Wie viel kriegt man da? Doppelte Erfahrungspunkte, da hat man 22 Erfahrungspunkte. Ja, super. Und Anime kann ziehen anscheinend. Oh, das sieht nach einem sehr verblödeten Krieg aus irgendwie. Blind da reinballern. Kein Schwein versteht, was ich sag. Kennt ihr alle Wingull aus Tales of Xillia? Kann ich jetzt hier überhaupt raus? Okay. Weil ich möchte jetzt nicht in die Schlacht hier gefangen werden und nicht leveln können oder irgendwie so weit. Wahrscheinlich kommen jetzt hier wieder Dutzende Cutscenes. Was geht ab? Oh, hi! Rangos, hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie netten Typ herrichten. Also nicht. Jetzt so ein bisschen Betäubungsrate. 30 hier. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf mich zum Erscheißlandes. Ich glaube auch, wenn man das Level erhöht vom Herrscher des Landes, dann. Oh, ich bin kurz davor zu erhöhen, merke ich gerade. Komm schon. Gib dir mal irgendwas. Hier, nehme das schwarze Zeug. Und ein paar Apfelgummis. Mehr hat nicht. Weiß ich nicht. Irgendwann in den Hintern beißen wird. Wenn du Ausrüstung von 10 oder plus. Wenn du von plus 10 oder höher mit den Segen des Herrschers des Landes belegst, kannst du sie in einen anderen Gegenstand verwandeln. Was? Benutze ich ja nie, das ist ja blöde. Ich könnte ja auch eigentlich. Warte mal, kann ich jetzt. Mehr? Nö. Oh, hi, 2. Das bedeutet für mich, die Gegner werden stärker, ne? Mach ich offscreen, wenn ich trainiere. Wenn ich trainieren kann.
What? Hey. Kitaka Doshi. Lucas tachi wa? Fuyuk Senpo Kishu Butai. Okay. Batario Doshi. Kisama ni wa chuo ni tenkai shita. Shiki ni shitagae Doshi. Koko wa watashi no senjou da. Ore no yarubeki koto wa kawaranai. Koko ga dare no senjou demo da. Kaki hitori ga dore hodo no mono ka. Taijin no me mo kumotta mono da. Ware ra mo deru zo. Okay. Warum verscherzen wir uns mit dem? Ich dachte, der hat Alicia in der Hand. Ja, kann ich natürlich nicht öffnen. Da, warum? Ich verstehe nicht, warum manchmal Schatztruhen angezeigt werden und manchmal nicht. Nein. Nein. Sie war. Stehe jetzt irgendwie nicht. So, das ist ein Shop. Hoffentlich können wir da ein paar Apfelgummis wieder kaufen. Ich habe schon irgendwie überlegt, die ganze Zeit Apfelgummis zu kaufen und hier dem Herrscher des Landes zu geben. Also könnte ich den Shop-Level erhöhen und Dingens. Herrscher des Landes verstärken. Oh, also nur zwei Effekte brauche ich nicht. Weil ich habe genug Geld und ich scheine für nichts zu gebrauchen. Ich glaube, da werde ich auch gehen, so ein bisschen machen. Oh, ich kenne mal auch. Schwäche gegen Feuer, okay. Guck mal, ja. Hab ich jetzt eine neue Art mit ihr überhaupt gelernt? Wann das Echo, ein seraphisches Art, das wird die ganze Zeit Schwerter schwingende, verborgene Art. Außer jetzt um meinen Feuerspur zu hinterlassen. Ja. Okay. Okay. Dieser gut. Ja, noch eine Art. Schmolzende Mauer. Hat eine Dingens, eine Art, sag ich mal. Ja. Okay. Kann ja auf jeden Fall kämpfen, das ist schon mal gut. Ich muss mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte hier geben. Bin nicht drauf geachtet. Und ich sollte vielleicht Leila im Team nehmen. Wo ist jetzt der Dingens? Alter. Und das klappt nicht, oder? Doch. 56 Erfahrungspunkte, das von nur einem Gegner. Irgendwie so viel habe ich bekommen. Als ich irgendwie 3-4 Gegner an einem Punkt irgendwie gebracht habe. So, ich nehme jetzt mal ein Risiko ein und versuche hier 2 Gegner auf einmal zu bekämpfen. Nur 2 Ex-Männer. Schwäche, Wasser. Irgendwie sind Amortisierungen ja besser. Wenn ich nur mit 2 Charakteren rumlaufe. Weißt du, anstatt alle 4 auf einmal hier hin zu ballern, ne? Habe ich überhaupt keinen Heilmove mit ihm? Ja, doch mit R2. Oh, ich habe noch einen links. Okay, nach vorne. Boah, war gut. Kommst du denn her? Also ich habe es aktiviert, aber es hat nicht aktiviert und ich verrecke hier, wenn dann und so weiter geht. Alter, ich verrecke hier noch. Ein Pibol-Schwert. 80 Erfahrungspunkte, boah. Was soll denn das? Soll ich vielleicht mal heilen?
So, mal gucken, wie viel Geld die geben. Damit ich so mein Einkommen sichern kann. Oh, sehr gut. Apfelgummi. Und heilige Tränke. Ihr seid gegen Wind, habe ich nicht. Wohl. Das ist Wind. Hilfe! Wurf. So, komm schon. Mutter. Okay, ich bekomme 100. Muss immer schon so vorausrechnen für meine Trainingssessions, die ich offscreen mache. Damit ich weiß, ob ich irgendwie genug Geld kriege, um diesen Trick hier mal anzuwenden. Ich kaufe jetzt einfach mal bei diesen Finster-Turtles die ganze Zeit Apfelgummis und tue die dann dem Dingens geben, den Herrscher des Landes. Klingt nach einer Idee. Weil der scheint irgendwie öfter noch aufzutauchen. Jetzt aber ja schon irgendwie in dieser Kanalisation begegnet. Da soll er am besten auch vernünftige Waren haben. Also bitte. Heil dich mal, Edna. Sehr gut. Okay. So, zu dem Stern gehe ich nicht. Ich weiß genau, was passiert. Schon wieder respawnt da oben. Lass mich raten, ich gehe in den Stern und kommen irgendwie 10 Milliarden Cutscenes. In dem Krieg. Ich glaube nicht, dass nur mit einem Minuten Cutscene irgendwie so geregelt ist. Passiert nur sehr viel mehr. So, da ist auch noch einer. Gut, komm her. Hört mal auf, immer an mir vorbeizulaufen. Ich kann irgendwie nicht kämpfen, wenn der andere von mir wegrennt. Alter, halt nicht viel aus. Das ging schnell. Einstellung der Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad hoch und Chaos. Überstehen genug Kämpfe mit höherem Schwierigkeitsgrad, um diese Einstellung freizuschalten. Dieses Mal machen dir deine Feinde unter anderem mit schnellen Angriffen und kürzeren Wirkzeiten das Leben zur Hölle. Die Intervalle zwischen Objektnutzungen sind länger. Deine Freunde können unverfohlen weinen oder das Bewusstsein verlieren. Das klingt doch mal sehr, sehr kacke. So, mach mal. Weil Tränke des Lebens könnte ich kaufen. Den dann spenden die ganze Zeit. Heilige Tränke sollte ich mir vielleicht ein paar Mal holen. Guck mal, das dauert noch ewig, ne? Ich gehe jetzt nicht dahin. Ich weiß genau, da kommt eine Cutscene. Und ich weiß es nicht. Wir werden 10, 20 Minuten hier in irgendeine Cutscene reingezogen. Jetzt geht vielleicht. Was reicht denn, wenn ich jetzt mal Zeit totschlagen möchte? Oh, ich krieg ja Orangen, stimmt. Wow, das ist jetzt irgendwie nicht wert. Ich glaube, ich werde das machen. Nur um hier Vorteile zu bekommen. Okay, dann würde ich aber sagen, der Part war 20 Minuten lang, das reicht schon. Finde ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.